es blüht so blüht. Nee, es blüht so blüht. Nein, es grünt zu grün. Es blüht zu blühen. Nein, es grünt zu grün. Genau. Nochmal. Hallo, lieber Rasenfuchs. Es grünt so grün, wenn Poas Blüten blühen, wollte ich sagen. Es grünt so grün, wenn Poas Blüten blühen. Ja, der Frühling ist voll da. Die Sonne lacht. Wir haben herrliche 17, 18 Grad hier an der Südkante. Und das Gras fängt an zu blühen. Und gerade hier vor meiner Südkante, hier an der Feldkante, haben wir unglaublich viele verschiedene Gräserarten. Und ich wollte euch heute mal in dem Video versuchen zu erklären, wie ihr die Unterschiede zwischen der Poa annua, der jährigen Rispe, dem Ungras, der Poa pratensis und vielleicht auch der Poa supina erkennen könnt. Das machen wir heute. Also ich werde mal hier so ein paar Blüten rauszupfen hier aus meinem, meinem Rasen hier, meiner Feldkante und euch versuchen, die wesentlichen Unterschiede zu erklären. Viel Spaß! So, entstehen die perfekten Streifen. Yeah! Traumhaft. Ja, lieber Rasenfuchs, es blüht hier überall. Es ist Wahnsinn. Meine Frau muss noch mal dichter rankommen. Hier haben wir also die schönsten Blüten, weiße Blüten, lilafarbene Blüten. Also hier schneide ich jetzt mal was raus. Schneiden wir mal hier ein bisschen was raus. So, fantastisch. Und man sieht sehr kurze Wurzeln. Und das Auffälligste ist bei der Poa annua. Und ich versuche jetzt mal hier ein deutliches, Exemplar zu kriegen. Bei der Poa annua haben wir am jüngsten Blatt, ich nehme mal hier einmal raus, das ist ganz jung, hier schiebt sich gerade die Rispe raus und am jüngsten Blatt, hier sieht man jetzt sehr, sehr schön die Querrunzligkeit der Blätter der Poa annua, genau da. Fantastisch. Super. Und das ist ein ganz typisches Merkmal für die Poa annua. Es gibt drei sehr eindeutige, sehr gute Merkmale, an denen man die Poa annua erkennt. Das erste ist diese Querrunzligkeit der Blätter. Teilweise unterschiedlich stark ausgeprägt. Da müsst ihr halt ein bisschen suchen, bis ihr mal so ein ganz tolles Exemplar findet, wo es wirklich extrem querrunzlig ist. Das ist das Merkmal Nummer eins. Das Merkmal Nummer zwei ist eben dieses sehr lange weiße Blatthäutchen. Wenn man das Blatt so vom Halm so abknickt. Jetzt habe ich den Halm scharf. Also hier sieht man sehr schön hier, wenn man das Blatt wegknickt, ja. Dieses weiße, lange Blatthäutchen. Das ist das zweite sehr, sehr wichtige und gute Merkmal für die Poa annua. Und das dritte ist die Blütenform selbst. Das sind alles Rispen. Aber bei der Poa annua gehen diese Queräste nur in drei Richtungen. Die Hauptäste gehen in zwei Richtungen. Und dann gibt es noch eine dritte Richtung nach vorne. Das kann man nicht so ganz eindeutig erkennen. Aber hier sieht man es vielleicht auch ganz schön. Also die Ästchen sind alle hier in dieser Richtung orientiert. Und ein paar Ästchen sind auch nach vorne orientiert. Und das ist auch ein typisches Merkmal für die Poa annua. Ganz im Gegensatz dazu hat die Poa pratensis 4 bis 5, glaube ich, rundum verteilte Ästchen und ist auch vom Blatthäutchen viel, viel, viel kürzer und hat nicht diese ausgeprägte Querriffelung. Die Poa supina, die hat nur zwei Ästchen, also nur auf einer Achse Ästchen. Da fliegt mein ganzes Papier davon. Und die suchen wir jetzt auch gleich nochmal. Halt finden wir eine Poa annua, eine Poa supina. Aber die Poa annua ist halt eben das wichtigste Gras. Wir wollen ja wissen, ob ich eben dieses Ungras in meiner Fläche habe oder nicht.
Und deswegen könnt ihr auf diese drei Merkmale ja achten. Außerdem ist sie halt eben hellgrün. Und das sieht man beim dunkelgrünen Rasen auch sehr deutlich, wenn man diese hellgrünen Flecken im Rasen hat, dann eben die anderen Merkmale dazu, dann ist es die Poa, Anua. Okay, suchen wir mal weiter. So, lieber Fix, jetzt haben wir uns mal hier zu meinem lieben Nachbarn rüber geschlichen. Der hat hier hinter dem Haus im Schattenbereich eine Schattenrasungmischung damals mit der Poa supina gesät. Und jetzt guckt euch das mal an, wie das hier blüht. Alles die Poa supina, ganz stark lila blühend. Die Blüte geht nur so in zwei Richtungen, nur noch links und rechts. Und sie ist wirklich sehr krass lila. Und hat eben auch nicht diese Querrunzligkeit, hat auch ein deutlich kleineres Blatthäutchen als die Poa Anua. Und das ist Wahnsinn, wie die jetzt hier gerade am Blühen ist. Und ja, also ich sag mal, es ist ein bisschen heller auch das Gras, aber schlecht sieht das nicht aus. Schlecht sieht das wirklich nicht aus. Echt faszinierend. Ja, und das ist ein sehr dominantes, oberirdisch ausläuferbildendes Gras, was eben in Schattenregionen sehr gut geeignet ist, weil es eben Feuchtigkeit liebt. Es liebt auch natürlich Nährstoffe, es braucht auch eine Menge Dünger. Und dann wächst das ganz, ganz verzüglich. Und durch die oberirdischen Ausläufer, man sieht das auch so schön, wie das hier schon ein bisschen verfilzt ist, und durch die oberirdischen Ausläufer wird das Gras in Schattenbereichen auch schön dicht. Kann natürlich auch verfilzen. Aber wirklich hochinteressant. Da kann man echt nur staunen. Ja, und das Typische eben ist diese Blütenform. Das ist echt der Wahnsinn. Die Anua, wie die ganz kurz hinter dem Blatt schon die Blüte rausschießt und wie die Supina erstmal einen ganz langen Stiel bildet und dann oben die Blüte raushaut. Die Poa Anua ist auch ziemlich lila hier in diesem Exemplar. Und die ist sogar eher ein bisschen weißlich, die Supina. Aber da kann man mal sehen, wie das mit den Farben auch schwanken kann. Die Poa. Es ist grün zu grün, wenn Poas Blüten blühen. Yeah! Ja, lieber Anfix, man kann sich hier schon wirklich herrlich auf der Wiese lümmeln. Echt herrliches Wetter. Ich habe, glaube ich, schon einen kleinen Sonnenstich. Das war's zum Thema Poa Anua, Bestimmung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir mal gerne einen Daumen, wenn ihr mögt. Und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Oh, mir brennt der Po.